Liebes Publikum, liebes Podium, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Diskussion über den Marshallplan mit Afrika. Johannes vom Stamm, Teilnehmer des diesjährigen Jahrgangs des SLE, und ich, Theresa Bachmann, Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung, freuen uns sehr, Sie durch diesen zweiten Teil führen zu dürfen. Wir wollen uns jetzt mit der ersten Säule des Marshallplans, Wirtschaft, Handel und Beschäftigung, auseinandersetzen. Diese Säule orientiert sich an der Vision der Agenda 2063 von einem prosperierenden Afrika, das auf inklusivem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung fußt. Einige der Mittel, die der Marshallplan diesbezüglich vorsieht, werden wir nun mit unseren Podiumsgästen diskutieren. Wie Sie sehen, haben wir dafür Zuwachs bekommen. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Christoph Kannengießer und Frau Dr. Barbara Senholz-Weinhardt, zwei Wirtschaftsexperten in unserer Runde, begrüßen zu dürfen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Herrn Dr. Oswald, Herrn Diallo und Frau Schäfer-Preuß haben wir schon kennengelernt. Willkommen zurück auf dem Podium. Und Sie sind trotzdem wiedergekommen, trotz der ersten Runde. Frau Dr. Senholz-Weinhardt, zu meiner Rechten, ist Referentin für Wirtschaft und Globalisierung bei Oxfam Deutschland. Zuvor arbeitete sie als Referentin für die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen im Bundestagsbüro von Dr. Gerhard Schick sowie britische Nichtregierungsorganisationen zu Wirtschafts-, Handels- und Finanzpolitik. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Herr Christoph Kannengießer ist Rechtsanwalt und Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Seit 1995 bekleidet er verantwortliche Positionen im Verbands- und Stiftungsbereich, unter anderem bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer, bei dem Bundesverein der deutschen Arbeitgeberverbände, der Konrad-Adenauer-Stiftung und beim Markenverband. Parallel hat er öffentliche Funktionen ausgeübt, unter anderem als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit und als Mitglied der Süßmuth-Kommission, also der unabhängigen Kommission Zuwanderung. Vielen Dank, dass Sie auf dem Podium sind. Jetzt wollen wir gleich in die Diskussion einsteigen. Im Anschluss daran wird es für Sie, liebes Publikum, die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen an unsere Podiumsgäste. Sie können sich mit Ihren Fragen gerne auch auf den Teil vor der Kaffeepause beziehen. Und erstmal ein paar einleitende Worte von meiner Seite. Ausländischen Direktinvestitionen werden im entwicklungspolitischen Kontext zunehmend als förderlicher Faktor für wirtschaftliche Entwicklung und Modernisierung gesehen. Der Nutzen von ausländischen Direktinvestitionen ist dabei gut dokumentiert. So gehen Kapitalflüsse häufig auch mit dem Austausch von Technologien und der Steigerung des Qualitätsniveaus einher. Der vom BMZ vorgeschlagene Marshallplan mit Afrika setzt einen klaren Fokus auf die Förderung von Investitionen deutscher Unternehmen in Afrika. Dies umfasst die Senkung von Investitionsrisiken durch staatliche Entwicklungsgelder sowie weitreichende Investitionspläne. Frau Senholz-Weinhardt, die erste Frage geht an Sie. Wie können ausländische Direktinvestitionen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Afrika beitragen? Ich würde damit anfangen, dass sie das auf jeden Fall nicht automatisch tun und begleitet werden müssen durch eine kluge Wirtschaftspolitik, die durchaus natürlich auch länderspezifisch unterschiedlich aussehen kann, damit eine Verzahnung mit der heimischen Wirtschaft und der angesprochene Technologietransfer tatsächlich stattfindet, können unter Umständen Localization Requirements notwendig sein. Hört nicht jeder, glaube ich, hier gern auf dem Podium. Also Verpflichtungen, die auferlegt werden für Unternehmen, die investieren, Einheimische anzustellen oder einheimische Zulieferer zu nutzen, damit auch tatsächlich ein Aufbau einer lokalen Wertschöpfungskette gefördert wird. So, es braucht eine sehr starke Wettbewerbspolitik, damit oligopolistische Strukturen, die wir auch in einigen Wirtschaftssektoren in Deutschland haben, zum Beispiel in Deutschland haben, nicht repliziert werden in den Ländern, in denen investiert wird, etc. pp. Zweitens sind die wirtschaftlichen Aktivitäten, die damit angestoßen werden, nicht zwangsläufig inklusiv. Und es braucht dafür die Bereitschaft, wirklich vulnerable und marginalisierte Gruppen explizit in den Blick zu nehmen und die Wirkung auf sie explizit in den Blick zu nehmen. Investitionen können hilfreich sein, um Menschenrechte zu verwirklichen, ja, Agrarinvestitionen, um das Recht auf Nahrung umzusetzen oder einzulösen. Sie bergen aber auch menschenrechtliche Risiken. Und diese müssen adressiert werden. Und das ist kein kleines Problem in der Umsetzung, ja, auch keine technische Feinheit mit Safeguards, wenn es dann um konkrete Projekte geht, sondern es ist ein ganz fundamentaler Punkt, das anzuerkennen.
Und um das einmal auch noch konkret zu verlinken, ist ja auch der Compact with Africa hier angesprochen worden und das BMZ fühlt sich da dafür auch verantwortlich mit dem BMF. Da hat es uns schon mit Sorge erfüllt, dass der Report von IWF, Weltbank und Afrikanischer Entwicklungsbank, der das Konzept etwas auch ausbuchstabiert, das Wort Menschenrechte kommt ein einziges Mal vor, in einem ganz bestimmten Zusammenhang, überhaupt nicht zentral platziert oder darauf hinweist. Und insgesamt, wenn man den Report liest, und das wird auch durch das Kommuniqué von Baden-Baden leider nicht aufgefangen, schon von der Prämisse auszugehen scheint, dass Investitionen automatisch sinnvolle und inklusive wirtschaftliche Aktivitäten hervorbringen. Und daran hätte ich doch große Zweifel. Herr Diallo, mit einem Blick auf Sektoren und Technologien, wo werden Investitionen vor allem benötigt? Und sehen Sie Schwierigkeiten, wenn diese Investitionen aus dem europäischen Ausland kommen? Also Investitionen, sage ich mal, ausländischen technischen Technologietransfere haben eine lange Geschichte von Fehlentwicklung hervorgerufen. Okay? Die Strukturanpassungsprogramme in den 80ern waren fast nichts anderes. Ich habe diese Ruinen von Industrieanlagen besucht in verschiedenen afrikanischen Staaten und was macht man jetzt damit? Und ich habe die große Befürchtung, dass sich so etwas wiederholt. Für mich ist, wie gesagt, das Vorbrechen oder das sich Orientieren hauptsächlich nach wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten und Aspekten ist sehr, sehr fragwürdig. Was ist mit der Frage der Verteilung der Gewinne? Was ist mit der Frage der Partizipation? Was ist, Europa schimpft oder kritisiert sehr, sehr stark China. Aber wo ist der Unterschied? Welchen Technotransfer hat wirklich stattgefunden? Das sind schwierige Fragen. Aber ganz, ganz entscheidend ist die Finanzarchitektur, die dahinter steht. Die stelle ich bisher in Frage. Wenn Sie hinter den Banken gucken, hinter dem Bankensektor auf afrikanischem Boden gucken, werden Sie immer ausländische, nicht afrikanische Shareholder sehen. Und die Zurückverfolgung von Finanzströmen als Gegenrichtung von Materialien und Techniktransfers ist eine große Asymmetrie und da würde ich mich sehr, sehr freuen, hierzu mehr zu hören, was sieht der Marshallplan hier vor, weil da geht es wirklich ans Eingemachte. Plus, das bleibt auf der Agenda, illizitäre Geldabflüsse, die Verschränkung von korrupten Machteliten, mein Gott, und europäischen Unternehmen. Stichwort Bolloré, ja? Stichwort Areva. Wie kann es sein, dass dieser Marshallplan noch nicht mal zumindest eine Position zu diesen Praktiken, auch die Eigenverantwortung dafür benennt. Ja? Also Frage zurückgespielt im Prinzip. Ja, dieser Punkt Fairness, den wollen wir nachher auch noch genauer ansprechen. Herr Kanngießer, die nächste Frage geht an Sie. Was ist denn aus deutscher Sicht aus Sicht der deutschen Wirtschaft notwendig, um Afrika als Investitionsstandort interessant zu machen? Und wo sehen Sie Möglichkeiten zur Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen? Also zunächst mal der Fluss von Investitionen oder Direktinvestitionen, gerade auch aus Deutschland in Richtung Afrika, ist ja eher dünn. Wir befinden uns ja nicht in einer Situation, wo wir uns mit der Frage auseinanderzusetzen haben, wo wir die gewaltigen möglicherweise Kollateralschäden von Direktinvestitionen aus Deutschland besondere Aufmerksamkeit schenken müssten, weil es gibt vergleichsweise wenig Direktinvestitionen aus Deutschland. Diejenigen, die es gibt, wandern ganz überwiegend in die Republik Südafrika, in einige nordafrikanische Staaten. In die überwiegende Zahl der Staaten Subsahara-Afrikas ist
faktisch keine Destination deutscher Direktinvestitionen und auch nur in einem relativ geringen Umfang Destination deutscher Exporte. Afrika spielt als Markt für deutsche Unternehmen nach wie vor eine relativ kleine Rolle. 2% des deutschen Außenhandels wird mit dem gesamten afrikanischen Kontinent abgewickelt. Das sind gerade mal gut 20 Milliarden Euro. Und der Bestand an Direktinvestitionen auf dem afrikanischen Kontinent liegt bei etwa 9 bis 10 Milliarden Euro. Warum ist das so? Und was muss man ändern, wenn man die Prämisse akzeptiert, dass Direktinvestitionen ein Element unter vielen sind, auf dem afrikanischen Kontinent für die Menschen Beschäftigung zu schaffen? Und das ist ja, glaube ich, die Grundfrage, die auch dem Marshallplan zugrunde liegt. Wie schaffen wir Lebensperspektiven für die Menschen vor Ort? Beispielsweise durch gute und vernünftige und zukunftsfähige und nachhaltige Jobs. Das setzt zunächst einmal voraus, dass unterschiedliche Seiten ihre Hausaufgaben machen. Die eine Hausaufgabe, die sicherlich immer wieder auch angemahnt werden muss und auch angemahnt wird, auch seitens der deutschen Unternehmen, ist eine Hausaufgabe, die in Afrika zu erledigen ist. Sie brauchen einigermaßen vernünftige Rahmenbedingungen, sie brauchen ein gewisses Maß an politischer Stabilität, sie brauchen selbstverständlich Frieden. Sie brauchen Gesellschaften, die Tätigkeit von internationalen Unternehmen wertschätzen, die beitragen zu den Entfaltungsmöglichkeiten auch von internationalen Unternehmen, etwa dadurch, dass sie ein vernünftiges Justizsystem zur Verfügung stellen oder ein Vertragsrecht zur Verfügung stellen, das Möglichkeiten schafft, als Unternehmen ein gewisses Maß an Sicherheit für seine eigenen Investitionen zu bekommen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Frage, was können wir von Seiten der Industrieländer tun, um unseren Unternehmen mehr Mut zu machen, auf diesem schwierigen Kontinent und diesen schwierigen Märkten zu investieren. Und da geht es um das ganz entscheidend um das Thema der Risikoteilung oder der Risikominimierung, also der Frage, wie kriegen wir scheues internationales Investitionskapital, das auch andere Destinationen finden kann als solche in Afrika, dazu auf diesem Kontinent zu investieren. Das Thema Garantien ist angesprochen worden. Herr Oswald hat darüber wahrscheinlich vorhin bereits berichtet. Es ist ein Teil dessen, was im Marshallplan adressiert wird, sprich Übernahme gewisser Risiken von investierenden Unternehmen, insbesondere investierenden Mittelständlern. Die Unterstützung afrikanischer Staaten dabei, beispielsweise Räume zu schaffen, in denen die entsprechende Infrastruktur, und zwar die Infrastruktur im Bereich Bildung, im Bereich Straßen, im Bereich Energie geschaffen werden, damit überhaupt Wertschöpfung und Wertschöpfungskapazitäten geschaffen werden können. Strom ist ein entscheidendes Thema. Ohne eine verlässliche Energieversorgung werden Sie keine Industrie haben. Und ohne Industrie haben Sie keine Arbeitsplätze und keine Perspektiven für die Menschen. Also der Aufbau beispielsweise solcher Sonderwirtschaftszonen, wie man sie ja in Asien als Nukleus und Ausgangspunkt einer Industrialisierungsentwicklung auch gesehen hat, könnte ein entsprechendes Element sein. Und politische Flankierung, also die Unterstützung deutscher Unternehmen, europäischer Unternehmen, internationaler Unternehmen bei den notwendigen Verhandlungen und beim notwendigen Dialog auch mit ihren afrikanischen administrativen Partnern, um eben halt entsprechende Rahmenbedingungen vorzubereiten, die eben dann auch industrielle Investitionen ermöglichen. Und ein letzter Punkt, Märkte. Warum investieren oder was könnte ein Motiv für deutsche und internationale Unternehmen sein, auf dem afrikanischen Kontinent zu investieren? Zu einem aus meiner Sicht nur noch marginalen Teil der Aufbau von Produktionskapazitäten zur Bedienung unserer Märkte hier. Wir werden hier weniger, wir werden alle älter, wir sind in einem hohen Maß gesättigte Märkte und wir haben in der Tendenz in vielen Bereichen eher Überkapazitäten, industrielle Überkapazitäten, als den Bedarf
anders als in den 70er und 80er Jahren im sogenannten kostengünstigen Ausland zu investieren, um Produkte preisgünstig für unsere Märkte zu produzieren. Das ist nicht mehr die Realität des Jahres 2017 und es ist in der Perspektive schon gar nicht die Realität und die Perspektive des Jahres 2030. Es geht also um die Bedienung lokaler Märkte, um die Bedienung der Nachfrage der wachsenden afrikanischen Mittelschichten. Und das setzt aber immer voraus, dass sie kritische Marktgrößen haben. Das setzt also regionale Integration voraus. 54 Länder mit 54 unterschiedlichen Marktzugangsregeln sind keine attraktive Destination für entsprechende Direktinvestitionen zur Bedienung lokaler Märkte. Da gibt es einige wenige, die man nennen kann. Ägypten, Äthiopien, Nigeria, Südafrika, vielleicht noch Kenia. Die allermeisten anderen Länder sind für sich genommen viel zu klein, um eine relevante Marktgröße zu schaffen, die Direktinvestitionen beispielsweise zur Produktion von weißer Ware, Kühlschränken oder Waschmaschinen für den lokalen Bedarf oder auch von Kraftfahrzeugen für den lokalen Bedarf zu generieren. Also regionale Integration entsprechend unterstützen, ein Element sowohl im Bereich Compact als auch im Bereich Marshallplan. Das sind schon entscheidende Grundvoraussetzungen dafür, dass der Fluss von Direktinvestitionen sich verstärkt und damit eben halt auch auf die dieser Basis zusätzliche Beschäftigung und zusätzliche Perspektiven für Afrikaner geschaffen werden können. Vielen Dank. Frau Sennholz-Wennert, Sie hatten direkt einen Kommentar dazu. Danke. Sie hatten eingeleitet mit dem Argument, aufgrund der geringen Investitionsströme müssten wir uns über die menschenrechtlichen Auswirkungen noch keine Gedanken machen. Das halte ich... Okay. Ich will im Leben nicht auf die Idee kommen, mich über die... dass man sich über menschenrechtliche Auswirkungen keine Gedanken machen muss. Ich habe gesagt, wir müssen die Frage der Kollateralschäden von Investitionen nicht in allererster Linie in den Blick nehmen, weil der Strom von Direktinvestitionen aus Deutschland aktuell vergleichsweise gering ist. Das heißt, wir beschäftigen uns aktuell mit einem marginalen Problem. Und die Grundfrage ist doch aktuell, wie gelingt es uns, zusätzliche Investitionen zu mobilisieren? Und das wird nicht dadurch gelingen, dass wir uns vorrangig mit der Frage beschäftigen, was die möglicherweise auch für Nachteile haben könnten und wie wir die in den Griff bekommen. Sondern Sie brauchen ja zuerst die Investition und anschließend müssen Sie sich mit den Folgewirkungen beschäftigen. Das ist die Frage von Henne und Ei. Vielen Dank für diese Steilvorlage. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, damit ich es nicht nochmal falsch wiederhole, wobei mir die Nuance nicht klar geworden ist. Wir beschäftigen uns noch nicht mit Kollateralschäden. Ich denke schon im Policy Design, wenn wir uns die Maßnahmen angucken, die in den Raum gestellt werden für die Compacts, müssen wir ja mitbedenken, was ist eine Politik, die Investoren gut finden, damit sie kommen, und was ist eine Politik, die bestimmte Kollateralschäden erst nicht aufkommen lässt. Und deswegen müssen wir uns sehr wohl jetzt Gedanken machen, damit diese Kollateralschäden, do no harm, erst gar nicht entstehen. Ein Beispiel, es wird in dem Report in den Raum gestellt, dass es einen besseren Investitionsschutz braucht, ja, in Verbindung mit der aktiven Politik der derzeitigen Bundesregierung und der EU-Kommission, Investor-Staat-Schiedsmechanismen zu etablieren. Und es gibt doch bei bestimmten Akteuren, nicht unwesentlich viele in Deutschland, erhebliche Zweifel, dass dieser verstärkte Investitionsschutz nicht dauerhaft zu Lasten des Menschenrechtsschutzes geht. Und darüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen und nicht, wenn die Kollateralschäden entstehen. Und das haben Sie denn dazu eine Empirie in Bezug beispielsweise auf die 200.000 Arbeitsplätze, die deutsche Unternehmen direkt auf dem afrikanischen Kontinent schaffen? Also die empirische Grundlage, ob Investor-Staat-Schiedsmechanismen, so wie wir sie bisher gesehen haben, ja, eine Gefahr darstellen für menschenrechtliche Auswirkungen und das Risiko, dass Menschenrechtsverletzungen schlecht abgestellt werden können von Staaten. Da kann ich Ihnen gerne was zuschicken, Herr Kannengießer, anschließend. Und ich möchte schon sagen, ich finde das insofern auch gefährlich, wenn Sie sagen, ja, die Arbeitsplätze, die wir da geschaffen haben, das klingt so, als würden da jetzt die Leute nicht arbeiten und das Land, das Wasser, andere Ressourcen, die ich für Investitionen benötige, würden im Moment nicht genutzt. Das ist häufig nicht der Fall. Das heißt, wenn ich Land brauche, muss ich mir überlegen, wer nutzt es gerade? Ja, und erwerbe ich es auf eine Art und Weise. Das heißt, vielleicht schaffe ich mit einem Hotel, zum Beispiel Entwicklung der Tourismusbranche, Arbeitsplätze, ja,
Aber leider haben auf dem Land vorher andere Menschen dieses Land zum Beispiel für Subsistenzwirtschaft benötigt. Und das steht Ihnen jetzt nicht mehr zur Verfügung. An dieser Stelle würde ich das Wort gerne an Herrn Diallo geben. Also, wenn ich Ihnen zuhören würde, aus klar afrikanischer Perspektive, würde ich mich fragen, warum sollte ich mit Ihnen Geschäfte machen? Warum sollte ich mich hineinbegeben in einen Kontext, in dem ich nicht stark aufgestellt bin, in dem die Regeln und die Machtverhältnisse nicht von mir kontrolliert werden? Warum sollte ich das tun? Aus der Sicht von klarer Kompetition, Wettbewerb, würde ich nicht machen, ehrlich gesagt. Moment, lassen Sie mich ausreden, bitte. Sie haben nicht die Macht hier. Wir sind hier ein ganz normales Podium, 1:1, okay? Lassen Sie uns gut miteinander umgehen. Sie können ja auch gleich antworten. Also, ich würde erstmal versuchen, mich zu schützen. Die asiatischen Tigerstaaten zum Beispiel haben auch nicht sofort angeklopft bei der EU, bei der Entwicklung ihrer eigenen Volkswirtschaften. Die waren sehr vorsichtig, die waren auch protektiv. Das mag zu Arbeitsplatzverlust in Europa geführt haben, weiß ich nicht, aber besonders genutzt hat es den asiatischen Volkswirtschaften. So, ich würde sehr vorsichtig sein als afrikanischer staatlicher Volkswirt und mir ganz genau angucken, was verändern Investitionen und wirtschaftliche Partnerschaften sozialpolitisch in meiner Region, in meinem Staat. Denn diese Folgen enden oft in Abhängigkeiten. Ich frage mich, ob Sie das mitdenken. Ich verstehe völlig klar, wenn Sie als Anwalt oder Vertreter deutscher Industrie oder Wirtschaft auftreten. Als solcher verstehe ich Sie völlig klar. Aber hier von Bilateralität zu sprechen oder von Unterstützung, finde ich falsch. Also, einfaches Beispiel, Ghana. Krasser Importeur von Tomaten, von subventionierten Produkten. Der ist so ausgeliefert, vulnerabel, hineingegangen in Wirtschaftskooperationen. Am Ende sind lokale Produktion, Kleinindustrie vernichtet. So, das ist ein Kreislauf. Inwieweit gibt es bei Ihnen Überlegungen, dagegen anzukämpfen, auf den Marshallplan zurückkommen und die nächste Frage an Herrn Oswald richten. Und zwar der Marshallplan unterstreicht auch den Ressourcenreichtum Afrikas und die Möglichkeiten, die sich für die deutsche Wirtschaft daraus ergeben. Und da wird ein ganz klarer Fokus auf Ressourcengewinnung gelegt. Und ich würde gerne wissen, ob sich Ihrer Meinung nach Ressourcengewinnung als kapitalintensive Industrie auch mit dem Hauptziel des Marshallplans und der Agenda 2063, nämlich maximaler Beschäftigung, verbinden lässt. Ja, gucken Sie sich mal die gegenwärtige Realität an. In Afrika sieht es im Augenblick so aus, dass die Differenzierung der Wirtschaft hinter der Differenzierung zurückgefallen ist, die postkolonial vorhanden war. Im Wesentlichen in den Staaten, die halt im Augenblick als Rohstoffexporteure eine Rolle spielen. Da wird halt das Rohöl exportiert, da wird nur nicht mal eine Raffinerie gebaut, ne? Und stattdessen Benzin exportiert, gibt andere Beispiele bei mineralischen Rohstoffen. Und da geht es natürlich im Wesentlichen, verfolgt unser Marshallplan-Aufschlag den Ansatz, dass es darum geht, eben halt die Differenzierung von Wirtschaften zu flankieren. Natürlich aus eigener Kraft, ich glaube, ich habe das in der ersten Runde schon gesagt, aber auch mit der Attraktion entsprechender Fremdinvestitionen. Und das ist letztendlich die Hauptzielrichtung. Dass es da Instrumente gibt, die Herr Diallo sehr richtig genannt hat, eben halt sich auch zu orientieren, wie hat das Asien gemacht, wie hat das teilweise Lateinamerika gemacht, das ist doch völlig richtig. Aber das widerspricht zum Beispiel
Investitionen durch einen deutschen Mittelständler überhaupt nicht, weil der natürlich in dem Augenblick, wo er den lokalen Markt bedient, wie Herr Kannengießer richtig gesagt hat, natürlich ebenfalls von diesen Protektionen profitiert. Und ich meine, was hat der Kagame als Grundlage für seinen Erfolg gemacht? Er hat sich als allererstes Berater aus Singapur geholt. Das war sehr vernünftig, weil das sind halt eben die entsprechenden Marken. Uns geht es darum, eben halt diese entsprechenden Chancen, Afrika auf diese auf die Landschaft überhaupt deutsche Investitionswilligkeit zu setzen. Und da geht es eben nicht unbedingt um die, sagen wir mal, Megakonzerne und so weiter. Volkswagen mit seinem Montagewerk in Kenia braucht unsere Unterstützung nicht. Und es geht auch nicht, wie bei früheren PPPs, dass es da im Wesentlichen darum geht, irgendwelche Mitnahmeeffekte zu produzieren. Wobei, das will ich auch sagen, wenn wir unser Geld drin haben, da gucken wir natürlich schon sehr genau, dass die entsprechenden Standards erfüllt werden. Letzte Bemerkung zu dem, was Frau Senholz gesagt hat. Es ist natürlich klar, dass wir auch im Hinblick auf die Design von deutschen Beiträgen zu den Compacts. Die Compacts sind ein Instrument, sagen wir mal, der drei internationalen Finanzorganisationen, die aber wiederum auch, das weiß Frau Schäfer-Preuß als alte Bankerin sehr gut, wir sind da Teilhaber und diese Banken unterliegen auch entsprechenden Richtlinien, was eben halt die Corporate Governance und so weiter und so fort angeht. Also es geht im Prinzip darum, Frau Senholz, wir werden sicher nicht die wahre Lehre durchsetzen können. Es geht darum, sagen wir, Dinge in Gang zu setzen und möglichst auch in einer gewissen Weise so zu flankieren, dass sie nicht in die falsche, auf der falschen Seite vom Pferd fallen. Ne? Aber letztendlich, wir haben ja im Augenblick eher das Problem, dass eben halt keine arbeitsplatzschaffenden Investitionen stattfinden. Wenn wir gucken, was treiben die Chinesen da, die bringen selbst noch ihre eigenen Leute mit. Ne? Das kann es nicht sein. Und da wollen wir natürlich auch bei der G20 zu Lösungen hinkommen, dass eben sowas nicht mehr passiert. Also ein deutscher Mittelständler, wenn er Geld verdienen will, der bringt ein bisschen an Kernpersonal mit. Der geht aber vor allem auch deswegen hin, weil alles andere ist für den viel zu teuer. Ne? Und da kommen wir meinetwegen auch mit Berufsausbildungsprogrammen rein. Das machen wir jetzt gerade in Kenia, ja? Wo es halt eine Reihe von Unternehmen gibt, die sich dort engagieren. Und wo die Kenianer klar gesagt haben, wir haben Interesse daran, dass wir Jugendliche ausbilden, die in unserer lokalen Industrie und auch, was ich, in den deutschen Investitionen Arbeitsplätze finden. Und das sind Leute, die natürlich besser qualifiziert sind als diejenigen, die da im Augenblick Arbeit suchen. Das muss unser Ziel sein. Ja, Arbeitsplatzsicherung und Arbeitsplatzschaffung ist eine Sache. Spillover-Effekte oder beziehungsweise Übertragungseffekte sind eine andere Sache, die ja auch immer gewollt sind, wenn man Investitionen aus dem Ausland bekommt. Frau Dr. Schäfer-Preuß, inwiefern können ausländische Direktinvestitionen breitenwirksam zu Entwicklungsprozessen in Afrika beitragen? Das ist so eine globale Frage. Wenn in den Ländern Rechtssicherheit gegeben wäre und Standards zugrunde lägen, die international akzeptiert sind, Eigentumsfragen gelöst sind, dann ließe sich das alles wunderbar und schnell machen. Und wenn eine Regierung, die reformbereit ist, existiert, ist das auch alles nicht schwer, aber unter den gegebenen Umständen muss erstmal der Raum geschaffen werden, um solche ausländischen Direktinvestitionen Platz greifen zu lassen. Das Thema ist uralt und es ist aber eben leider in den wenigsten Fällen gelöst. Ich denke aber, es gibt hier und da kleine
Lichter am Horizont und das Arrangement mit dem Global Compact und VN, UN, Global Compact for Africa mit bestimmten Standards, die ja auch dann die deutschen Unternehmen akzeptieren müssen. Es gibt Rahmen, es gibt Richtlinien, die helfen können. Und ich denke, es ist dann auch bei uns in Deutschland, es gibt Schumpeter, der dynamische Unternehmer, dieses Postulat bzw. dieser Approach, wenn man im Ausland investiert unter schwierigen Bedingungen, muss man schon etwas auch selbst riskieren und aber sehen, dass der Partner, die Partnerregierung, dann einem auch den Rahmen dafür lässt. Kurzum, ich denke, das ist auch wieder eine Sache, von Fall zu Fall kann man da Erfolg haben und wir haben ja auch in einigen Bereichen Erfolg, aber leider ist es insgesamt noch recht schwierig. Ich will jetzt überhaupt nicht davon sprechen, es ist ja kurz angeführt worden, wir schotten unsere Märkte ja auch ab und lassen dann Produkte aus unseren afrikanischen Partnerländern nicht rein im EU-Kontext. Also das ist ein Give and Take und ich denke leider, bei diesem Give and Take sind wir noch auf beiden Seiten sehr am Anfang. Bevor wir auf globale Handelspolitik vielleicht später noch eingehen können, würde ich gerne ein paar Begriffe aufgreifen, die hier in den letzten 20 Minuten gefallen sind. Das war einmal die staatliche Verantwortung und die Rahmenbedingungen und aber auch Investitionssicherungen. Der Marshallplan schlägt staatliche Entwicklungsgelder als Sicherungsmittel für private Investitionen vor. Wir würden gerne mit Ihnen diskutieren, welche Rolle diese Sicherungsmechanismen für die staatliche Verantwortung in der Umsetzung der Entwicklungszusammenarbeit spielen können und wie die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit sich dadurch wandeln könnte. Frau Senholz-Weinhardt, wie könnte staatliche Investitionssicherung zum Beispiel mit öffentlichen Geldern der Entwicklungszusammenarbeit oder Mitteln ausgestaltet sein, um private Investitionen einerseits attraktiv zu machen und gleichzeitig staatlicher entwicklungspolitischer Verantwortung gerecht zu werden? Vielleicht, das klang ja vorhin bei Ihnen schon ein bisschen an im Zusammenhang mit den Kollateralschäden. Ja, ich würde sagen, besonders wichtig ist, die Opportunitätskosten nicht aus dem Blick zu verlieren. Das Geld, das ich ausgebe, um Privatinvestitionen anzureizen, kann ich nicht für andere Projekte ausgeben. Das heißt, wenn ich nur das Projekt alleine betrachte, mag es sinnvoll sein. Wenn ich mir angucke, was ich ansonsten mit dem Geld machen könnte, nicht so. Und das finde ich nicht ungefährlich sozusagen, obwohl ich da keinen direkten Vorwurf jetzt machen möchte, aber im Blick zu behalten, dass natürlich eine Interessenskollision gibt zwischen denjenigen Privatsektorangehörigen, die das auch sehr begrüßen würden, wenn das BMZ da noch stärker reingeht, aber das eben nicht aus einem entwicklungspolitischen Impetus heraus. Und das hat ja auch Herr Oswald angesprochen, ne? Es muss Additionality geben so, und nicht einfach Mitnahmeeffekte und das tatsächlich zu messen und sicherzustellen, woran sehe ich denn, dass das wirklich kein Mitnahmeeffekt ist und die Investition ohne die staatlichen Gelder nicht gekommen wäre, das ist einfach in der Umsetzung extrem schwierig, aber ja auch schon sozusagen langjährig im Blick. Die sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Safeguards habe ich, glaube ich, schon zu Genüge angesprochen. Und ich glaube, auch wenn wir über Privatinvestitionen im Entwicklungskontext reden, ist extrem wichtig, kein apolitisches Verständnis von wirtschaftlicher Entwicklung an den Tag zu legen. Das fand ich sehr eklatant in einem Interview, das Paul Collier gegeben hat, der ja nun die Bundesregierung zum Compact with Africa explizit beraten hat und der sinngemäß ziemlich deutlich so gesagt hat, die EZ hat sich eben völlig verzettelt, weil es ihr um politische Ziele ging, anstatt sich um das zu kümmern, was wirklich zählt, nämlich Wirtschaft. Das finde ich erstaunlich, dass ein Universitätsprofessor die politische Dimension von Wirtschaften, ja, also Wirtschaften heißt, wie verteile ich Ressourcen und Zugänge zu Ressourcen, das ist eine inhärent politische Frage und da muss im Konkreten sozusagen in den Maßnahmen immer mitbedacht werden, dass das im Kern eine politische Frage bleibt. Vielen Dank. Herr Oswald,
Vielleicht möchten Sie kurz darauf eingehen, welche Ausgestaltungsidee der Marshallplan für die staatliche Absicherung von Privatinvestitionen vorsieht. Also in diesem Kontext erlauben Sie mir nochmal den Hinweis, das ist zwar schön, dass wir jetzt nur über eine Säule diskutieren, aber das, was wir, sagen wir mal, designt haben, ist natürlich die Interdependenz dieser drei Säulen. Das heißt natürlich auch bei dem Punkt, den Frau Senholz eben genannt hat, ist das von eminent wichtiger Bedeutung, dass nicht während des Spiels die Torpfosten verschoben werden. Das heißt, darum geht es im Wesentlichen bei, sagen wir, Investitionsinteresse. Also die Mittelständler, die dann investieren wollen, da geht es jetzt nicht darum, denen da so ein bisschen Handgeld mit auf den Weg zu geben. Daran haben die überhaupt kein Interesse. Die haben ein Interesse, dass wir meinetwegen als BMZ eine Geländerfunktion darstellen, dass wir mit dazu beitragen, und dazu sind natürlich die entsprechenden Reformpartnerschaften auch designt, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem halt wirtschaftlich vernünftig gearbeitet werden kann. Das heißt also, wenn wir, sagen wir, eine Investitionsgarantie geben in diesem ganzen Kontext, oder sagen wir eine Kreditgarantie für eine Investition, dann ist das im Wesentlichen für den Fall, dass das politische Risiko die ansonsten sinnvolle Investition wieder zunichte macht. Das heißt, der Fall, dass es dann gezogen wird, ist so häufig auch gar nicht. Auch bei den Dingen, wenn wir sehen, was hat in Afrika bisher funktioniert. Ich glaube, in diesem gesamten Kontext ist es, glaube ich, einfach wirklich wichtig zu sehen, man muss im Wesentlichen sehen, dass Elemente der Governance und der Beteiligung, ich habe das Beispiel Äthiopien ja angeführt. Äthiopien hat gute ökonomische Regierungsführung im engeren Sinne praktiziert. Und es ist ein wesentlicher Punkt, auch jetzt bei den Compacts, darüber hinaus zu gehen, eben halt den weiteren Governance-Kontext zu sehen. Die gute ökonomische Regierungsführung im engeren Sinne ist eine notwendige, aber wie wir am Beispiel Äthiopien sehen, nicht hinreichende Maßnahme. In dem Augenblick, und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Landgrabbing, ja, wenn ich Amharen oder Oromos von dem Land, was sie gegenwärtig nutzen dürfen. Sie besitzen das ja nicht. Ja, das ist in Afrika leider häufig so, dass es kein Privateigentum am Boden gibt. Wenn ich die da nicht mitnehme, den anderen Alternativen, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass sie das irgendwann nicht mehr lustig finden und dass sie dann die Fabriken der Chinesen überwiegend anzünden. Ne? Das sind Elemente, wo wir der Ansicht sind, es geht darum, solche Dinge so auf die Schiene zu setzen, dass wir die Leute mitnehmen, dass die Leute ein Interesse dran haben und so weiter und so fort. Gucken Sie sich an den Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft. Der hat deswegen stattgefunden, weil die Landwirte, die ja überwiegend auch nicht Landwirte aus Überzeugung waren, sondern aus Mangel an Alternativen, dass man denen alternative Arbeitsplätze angeboten hat. Das muss im Wesentlichen auch das Ziel sein. Also ich meine, Afrika im Kleinbauernstatus zu halten, ist sicher auch nicht das Entwicklungsmodell der Zukunft. Aber es muss so passieren, dass Leute eine sinnvolle Lebensperspektive alternativ dazu haben. Herr Diallo, Sie wollten... Also wenn ich alleine nochmal als letztes Beispiel... Ja, gerne. Wenn ich an meine Tätigkeit in Simbabwe zurückdenke, ne, und da ging es um gemeindeorientiertes Ressourcenmanagement, äußerst partizipativ, Frau Schäfer-Preuß, kennen wir alles. Ne? Wenn ich mich abends mit denen zusammengehockt habe, rund um das Feuer und gefragt habe, also was würdet ihr denn nehmen, wenn ich euch zwei Alternativen anbiete? Den Job an der Tankstelle oder 10 Hektar Land? Was meinen Sie, was die geantwortet haben? 95% wollten den Job an der Tankstelle. Herr Diallo, Sie wollten reagieren. Ja, ich wollte gerade fragen, ob ich mich verhört habe bezüglich der Aussage, in Afrika gibt es kein
privaten Landbesitz. Also hier sitzt jemand, der selbst privaten Landbesitz hat. Ich komme aus einer Community, die total durchschnittlich ist für afrikanische Verhältnisse sowieso. Ich finde, generalisieren sollten wir versuchen, endlich versuchen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich das so generalisiert habe, aber es ist überwiegend eben halt Allmende. Also das Selbstverständnis, gut, ich will es ganz konkret machen. Ich bin Angehöriger einer Volksgruppe, die sesshaft geworden ist. Ja? Fulani normalerweise sind Nomaden, aber haben sich im Zuge von sesshaft werden sehr, sehr viel Land erschlossen. So. Und ich möchte auch den Kontext mit der Frage verbinden, was das Kapital dieser Volksgruppe mit 70 Millionen Menschen ist, innerhalb des Sahels, das ist Land. Die Frage ist aber, wie kann das eingesetzt werden als ganz klassisches Produktionsmittel? Und hier kann ich ruhig verallgemeinern, die meisten afrikanischen Kunden oder Marktteilnehmer sind Preiskäufer. Die sind nicht Qualitätskäufer. Das hat einen ganz entscheidenden Impact, wenn man konkurriert mit staatlich subventionierten Produkten. Und inwieweit setzt der Marshallplan hier an, Anreize zu schaffen, wieder lokal zu produzieren, um wettbewerbsfähig zu sein, Produkte auf lokaler Ebene zu generieren, Wertschöpfungsketten auch vor allen Dingen dort zu halten, vor dem Hintergrund, dass es mit einer wahnsinnsgroßen Konkurrenz, EU-Produkte, Subventionen, dass sie dem ausgesetzt sind. Das sind so ganz wichtige Fragen, wenn wir uns darüber unterhalten wollen, wie wollen wir das umsetzen? Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den ausländischen, also nicht afrikanischen Unternehmen in dem Fall, oder Investoren. Und möchte Sie, Herrn Kannengießer, gerne fragen, lässt sich denn privatwirtschaftliches Gewinnstreben überhaupt mit nachhaltiger Entwicklung für alle vereinbaren? Ach, das ist eine aus meiner Sicht ziemlich akademische Frage, die, glaube ich, auch mit dem Kontext, den wir hier diskutieren, relativ wenig zu tun hat. Die Frage wird wahrscheinlich je nach Weltanschauung unterschiedlich beantwortet. Ich würde sie mit Ja beantworten, aber ich bin ganz sicher, es gibt den einen oder anderen im Raum und viele auf dem Podium, die sie mit Nein beantworten. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf das ein oder andere reagieren, was vorhin gesagt worden ist. Gerne. Erstens, ich maße mir nicht an, afrikanischen Staaten und Afrikanern vorzuschreiben oder empfehlen zu wollen, wie sie ihre Gesellschaften gestalten. Das ist die Angelegenheit der Afrikaner, so wie wir für uns beanspruchen, dass wir unsere Gesellschaftsordnung und unsere Wirtschaftsordnung selbst gestalten. Ich weiß nur aus den vielen Gesprächen, die ich in Afrika und mit Afrikanern und afrikanischen Regierungen führe, dass es dort einen erheblichen Wunsch und ein erhebliches Einfordern auch gibt, dass wir mehr dafür tun, dass unsere Unternehmen, unser Mittelstand sich dort engagiert, um Wertschöpfung zu ermöglichen und um Arbeitsplätze zu schaffen. Worum es mir geht, und zwar ausschließlich, ist die Frage zu beantworten, was muss passieren, damit deutsche Mittelständler positiv auf diesen artikulierten Wunsch und auf dieses artikulierte Bedürfnis reagieren. Ob afrikanische Länder ihre Märkte verschließen wollen, weil sie den Eindruck haben, dass sie in abgeschotteten Märkten bessere Entwicklungschancen haben oder nicht. Das müssen die Afrikaner am Ende des Tages selbst entscheiden. Wie die Afrikaner, welches Regime die Afrikaner schaffen wollen für die Verteilung von Grund und Boden, müssen die Afrikaner entscheiden. Das können wir nicht von außen entscheiden. Ich bin überhaupt strikt dagegen, dass wir so intensiv mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend laufen und meinen, wir müssten jetzt hier abstrakt bei der Heinrich-Böll-Stiftung oder bei der Adenauer-Stiftung oder im BMZ oder im Bundeswirtschaftsministerium oder auch von mir aus im Afrika-Verein die Frage stellen, was müssen in Afrika für Weichenstellungen erfolgen, damit es den Menschen dort besser geht. Das ist die Verantwortung der Afrikaner, darauf entsprechende Antworten zu finden. Ich weiß nur,
deutsche Unternehmen werden insbesondere deshalb ins Auge gefasst und gebeten und versucht, angereizt zu werden, sich dort zu betätigen, weil die Menschen wissen und auch die Erfahrung gemacht haben, dass deutsche Unternehmen viel für Local Content tun. Mehr tun für Ausbildung und Weiterbildung ihres afrikanischen Personals. Wesentlich höhere Anteile von lokalem Personal beschäftigen als Investoren aus anderen Weltregionen. Übrigens auch soziale und ökologische Standards besser einhalten. Wir haben überhaupt gar kein Problem mit Standards. Je höher die Standards sind, umso besser sind die Chancen für die deutsche Industrie. Relativ simpel. Erstens, weil wir hier ein viel kritischeres Publikum haben als beispielsweise in China, in der Türkei oder in Brasilien, das unseren Unternehmen sehr genau auf die Finger guckt, auch in Bezug auf das, was sie in Äthiopien oder in Nigeria oder in Kenia tun. Es hat unmittelbare Auswirkungen auf die Reputation der Marken und der Unternehmen hier in Deutschland. Deshalb, weil wir natürlich auch eine deutlich aufmerksamere allgemeine Medienöffentlichkeit haben, eine aufmerksamere Politik auf diese Themen, aber auch, weil wir es aus unseren eigenen auf unseren eigenen europäischen Märkten und anderswo inzwischen gewohnt sind und die Erfahrung gemacht haben, dass man mit dem Einhalten von Standard am Ende des Tages nachhaltiger wirtschaften kann und langfristig auch profitabler wirtschaften kann, als indem man sie ignoriert. Also wir sind nicht Anwälte für niedrige Standards, im Gegenteil. Wir sind beispielsweise, was das Thema Weltbank-Ausschreibung angeht oder Ausschreibung anderer internationaler Intermediäre, immer ein Anwalt für das Setzen hoher Standards, gerade auch in Bezug auf Local Content, weil das ganz auch im Eigeninteresse der deutschen Unternehmen diesen bessere Chancen verschafft, als die rein auf preisfixierten Mechanismen, die wir über Jahrzehnte in diesem Umfeld gesehen haben. Frau Senholz-Weinert, Sie wollten gerne reagieren? Danke. Auf Sie kommen Menschen zu und sagen, wir wünschen uns sehr, dass mehr deutsche Unternehmen hier investieren und deswegen ist das für Sie auch ein großes Anliegen hier. Auf uns kommen Menschen zu und sagen, wir brauchen eure Unterstützung, damit wir uns gegen Menschenrechtsverletzungen unter anderem durch Unternehmen wehren können. Deswegen ist das für uns ein Anliegen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns weder im akademischen Elfenbeinturm noch in der EZ-Blase ausgedacht haben, dass wir das Thema sexy finden, sondern weil auch auf uns Menschen damit zukommen. Dann haben Sie sozusagen noch gesagt, es geht nicht darum, vorzuschreiben. Wir müssen uns darüber unterhalten, auch in der deutschen Hauptstadt, weil die EU-Kommission mit Billigung bzw. Unterstützung der deutschen Bundesregierung beispielsweise in den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen sehr klar industriepolitischen Handlungsspielraum einschränkt. Verbot von Exportsteuern auf Rohstoffe oder Verbot von Localization Requirements oder Rendezvous-Klausel in Bezug auf den Investitionsschutz. Und dann möchte ich mich als deutsche Bürgerin durchaus darüber unterhalten, ob ich das für eine sinnvolle Maßnahme halte, für die sich die EU-Kommission auch in meinem Namen in diesen Verhandlungen stark machen sollte. Der Diallo möchte sich äußern dazu. Ja, ich würde gerne mal so ein Szenario oder ein ganz konkretes Wie ansprechen, warum zum Beispiel meine Haltung diese ist. Also es gibt ein Beispiel, in Liberia hat ein deutsch-schweizerisches Konsortium, übrigens mittelständisches Unternehmen, die lokale Bevölkerung von zwei Dörfern, die viel Land besitzen, dazu überredet, mitzumachen in so einer Partnerschaft. Vorher war diese Gemeinschaft sehr subsistenzwirtschaftlich organisiert. Aus modernen oder westlichen Maßstäben, Kriterien betrachtet, könnte man sie als arm bezeichnen, aber aus anderen Perspektiven könnte man auch relative Zufriedenheit feststellen. Was ist passiert? Also das Land ist verpachtet worden und die wurden damit gelockt oder sagen wir ruhig überzeugt, fairerweise, dann an dem Projekt mitzuarbeiten und Geld zu verdienen. Was wurde gemacht? Es wurden Ölpalmen für den Weltmarkt produziert und die Ölfrüchte auch vor Ort weiterverarbeitet. Heute
klagen diese beiden Dörfer, Dorfgemeinschaften gegen dieses schweizerisch-deutsche Unternehmen wegen den Machtverhältnissen. Die verdienen nicht gut. Das ganze Gebiet ist ökologisch unbrauchbar geworden. Und die kleine Subsistenzwirtschaft, also von denen, die gelebt haben, was auch Teil der Kultur war, das darf man bei solchen Partnerschaften oft nicht vergessen. Es geht auch um einen kulturellen, sozialen Wandel. Der ist nicht berücksichtigt worden. Die stehen eigentlich irgendwie vor dem Aus, haben sich was erhofft. Ich glaube nicht, dass die Absicht des Konzerns oder des Unternehmens war, den Leuten zu schaden. Aber es wurde einfach nicht tief genug oder langfristig genug geschaut, was hat es für soziale Auswirkungen und auch wirtschaftliche Auswirkungen. Und das sind so Punkte, bitte ey, beachtet das, wenn ihr den Marshallplan umsetzen möchtet. Die Folgen für die Umwelt, für die sozialen Kontexte. Und ich würde ganz klar draufschreiben, ein Social Business Ansatz. Was das ist, das wissen wir alle. Viel stärker zu fördern, viel stärker diese Perspektive mit einzubeziehen. Ich finde, wir haben schon eine ziemlich spannende Diskussion losgetreten und ich weiß nicht, ob wir hier zu einer Einigung kommen können. Und ich habe noch tausende Fragen, die ich gerne an Sie stellen würde, aber ich glaube, das Publikum möchte auch gerne Fragen stellen. Deswegen würde ich jetzt gerne den Raum für Publikumsfragen öffnen. Wenn ihr euch meldet, dann sagt am besten kurz euren Namen und was ihr macht. Und richtet eure Frage direkt an eine Person auf dem Podium. Keiner will? Ah, doch. Ja, guten Abend. Erstmal vielen Dank für die sehr spannende Diskussion. Mein Name ist Jane Michel. Ich arbeite als Juniorfachkraft bei der Welthungerhilfe. Und ich möchte eine Frage stellen, die heute eigentlich konkret gar nicht wirklich aufgekommen ist, und zwar die Finanzierung des Marshallplans. Und wenn ich mir mal die drei Säulen angeschaut habe, habe ich auch gesehen, darunter ist das Fundament. Und da findet sich sowas wie Ernährungssicherung, Stabilität. Und da würde mich direkt an die Frage an Herrn Oswald bitte, wie denken Sie, das zu finanzieren? Im Marshallplan steht zum Beispiel, sollen SEVO-Aktivitäten ausgeweitet werden. Können Sie da konkrete Zahlen nennen? Nein, Entschuldigung. Frage geht direkt an Sie. Gut, also zur Finanzierung. Der Minister hat mit der Vorstellung der Eckpunkte gesagt, dass wir dafür in diesem Jahr bis zu 300 Millionen Euro vorgesehen haben. Also die können wir einsetzen, wenn Sie, sagen wir mal, wenn die entsprechenden Debatten noch nicht so weit oder die Verhandlungsprozesse nicht so weit fortschreiten, dann wird das ins nächste Jahr kommen. Aber zu Ihrer konkreten Frage, SEBO, also die Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger, für alle, die keine vertiefte Kenntnis der Abkürzung haben, da gibt es Ansätze, die im Augenblick diskutiert werden, ganz konkret im Beispiel Ghana und Côte d'Ivoire. Ein Element ist zum Beispiel, wenn wir uns final auf den Energiesektor konzentrieren, als ersten Einstieg ländliche Elektrifizierung, auch dezentral zur Verbesserung entsprechender Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft. Ist eine Option, die diskutiert wird, wo auch Interesse geäußert wurde bei einem kürzlichen Besuch des Ministers, ist der Beispiel Wertschöpfungskette Kakao, wobei da also, glaube ich, doch relativ potente Partner zugange sind, die nicht notwendigerweise unsere Agenda teilen. Also gerade in dem Bereich, den Herr Diallo ansprach, sind das immer so Elemente,
wie kann ich in bestimmten Bereichen tatsächlich dafür sorgen, dass es fairer zugeht. Wir haben ja diese Initiative Textilsiegel, die wollen wir natürlich gerne ausweiten, auch mal wegen auf Kaffee-Wertschöpfungskette. Muss der Kaffee in Deutschland geröstet werden? Man kann ihn durchaus zur Arbeitsplatzschaffung ja auch vor Ort rösten. Konnte ich kürzlich in Äthiopien sehen, schmeckt auch sehr gut. Ne? Und also das sind so die Elemente, in die wir denken. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen bitte. Ja, dort hinten in der Mitte. Ja, vielen Dank. Ich bin Emil Caboré, bin Doktorand in Hamburg, extra angereist, übrigens für die Veranstaltung. Drei Punkte würde ich gerne mal ansprechen. Also der eine Punkt ist, was Herr Diallo schon klargestellt hat. Wir Afrikaner haben natürlich Anspruch, auch Länder zu haben. Also ich persönlich habe ich auch ein Grundstück zu Hause. Also von daher stimmt das überhaupt nicht, was Sie gesagt haben. Zweiter Punkt ist, ich habe das Gefühl die ganze Zeit gehabt, dass ihr euch gegenseitig nur abschlagen wollt. Also ist es überhaupt zielführend? Wie wäre es denn, wenn ihr versucht, miteinander zu arbeiten? Weil ich meine, dass die eine Seite, also die Investitionsseite, ist ja prima, keine Frage. Also man braucht auf jeden Fall Geld, um überhaupt leben zu können, also auf gut Deutsch gesagt. Und die menschenrechtliche Seite ist auch super wichtig. Und warum denn nicht zusammenarbeiten, um was Gutes auf den Weg zu bringen? Das glaube ich auch ganz einfach. Ne? Und der dritte Punkt bezieht sich auf einen Punkt, was vorhin angesprochen wurde. Es ging um die, wie hieß das noch, die Absprachen zwischen den unterschiedlichen Ressorten. An der Stelle muss ich ja sagen, dass die Franzosen sind auf dem afrikanischen Kontinent sehr, sehr aktiv und die Chinesen auch. Und ich habe das Gefühl, dass die Deutschen versuchen, das nachzuholen, was sie früher verpasst haben. Das ist auch okay, vollkommen in Ordnung. Nur die Frage an der Stelle ist ja, wie wäre es denn auch, wenn ihr versucht, mit diesen Ländern zu, mit diesen Akteuren auch zu kooperieren oder halt ganz einfach mit denen Absprache halten. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Deutschen bei der Initiierung dieser Strategie überhaupt keine Rücksprache mit der EU zum Beispiel gehalten hat. Ja, man kann ja nicht losgelöst von dieser Institution einfach agieren. Also das ist meiner Meinung nach total unmöglich. Also an der Stelle glaube ich, dass es ja, sehr wünschenswert ist, wenn die Deutschen versuchen würden, ihre Entwicklungspolitik beziehungsweise ihre Entwicklungspolitik in einem großen Rahmen einbetten. Vielen Dank. Herr Oswald möchte gerne reagieren, habe ich gesehen. Und also Frau Senholz-Weinert auch im Anschluss. Ich glaube, Ihnen ist dabei entgangen, dass ich durchaus den Punkt gemacht habe, dass wenn Sie sich die Mitteilung der Kommission und des EAD angucken, dass Sie eins zu eins dort in einer etwas anderen Reihung den Marshallplan wiederfinden. Also ich denke, wir haben da schon intensiv gesprochen. Wir haben im Übrigen auch mit den Franzosen gesprochen. Und es gibt gewisse im Hinblick auf die Punkte, die Herr Diallo mit der France-CFA-Zone gesagt hat, habe ich mit dem neuen Präsidenten durchaus eine gewisse Hoffnung. Der hat ja nun schon im Wahlkampf zunächst, wie wir meinten, den Fehler begangen, mal die französische Kolonialgeschichte reflektieren zu wollen. Er hat da einen Shitstorm geerntet. Aber falls er in diese Richtung weiterdenken sollte, sehe ich durchaus Perspektiven, mit Frankreich auf eine Ebene des Dialogs zu kommen, jenseits der Chasse-Gardée. Ja? Also von der Seite her, die Punkte, die Herr Diallo diesbezüglich genannt hat, die sehen wir durchaus auch nicht völlig unkritisch. Letzte Bemerkung zu dem Teil Land. Die Landverfassung ist in Afrika in der Tat etwas
stark differenziert und sie ist auch in Westafrika nicht überall gleich. Ich habe zum Beispiel in Mali gearbeitet, da war es mal so, ne? Und insbesondere, wenn es dann zwischen den Fulani und den Bambara ging und der eine war der Ansicht, das ist mein Land, der andere ist der Ansicht, da kann ich aber locker mit meinem Vieh durchziehen, dann war die Frage schon nicht mehr so ganz eindeutig gelöst. Ich kenne es, sagen wir mal, aus dem ostafrikanischen und südafrikanischen Raum eher so, dass überwiegend eben halt unsere Herausforderung, die Welthungerhilfe sieht das auch immer so, dass ein Kernproblem der landwirtschaftlichen Entwicklung darin, dass es kein Collateral gibt, um Kredit zu bekommen, weil es eben nämlich noch nicht mal verbriefte Nutzungsrechte gibt, die man etwa beleihen könnte. Also deswegen, ich stimme Ihnen völlig zu, dass die Landschaft differenziert ist und dass ich das hätte differenzierter darstellen müssen. Frau Seinert, Sie wollten reagieren? Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis, den ich auch gerne in meinem Herzen immer weiter bewege, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten sollten auch, ne, und nicht nur im Schlagabtausch machen. Das tun wir auch schon. Es gibt für eine Reihe von Problemen, zu denen die Wirtschaft und die NGOs arbeiten, sogenannte Multi-Stakeholder-Dialoge von Politik, Unternehmen und NROs, Weltbananenforum, Textilbündnis ist, glaube ich, schon gekommen. Es gab umfangreichste Dialoge rund um den nationalen Aktionsplan und damit das Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist auch wichtig und es bleibt auch dabei, dass man miteinander reden muss. Es ist aber auch eine Gefahr, weil diese Prozesse sehr lange dauern, sehr viele Kapazitäten binden, die man nicht für was anderes hat. Und wenn dann da nichts bei Gutes rauskommt, hat man sich jahrelang, zum Teil ganze Stellen bei NROs, mit was beschäftigt, was einen kein Stück weitergebracht hat. Manchmal geht man das Risiko ein, auch beim Schlagabtausch. Aber das ist wirklich eine große Gefahr. Und ein ganz konkretes Beispiel. Oxfam arbeitet im McFood Fair Konsortium zu Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette von Lidl und fährt dazu eine öffentliche Kampagne. Nun unterhalten wir uns auch mit Lidl im Weltbananenforum. Und Lidl sagt, solange wir uns mit euch unterhalten im Weltbananenforum, stellt doch bitte die Kampagne ein, denn es gehört sich nicht, auf die einzuhauen, mit denen man redet. Würde Lidl mit uns im Weltbananenforum substanziell zusammenarbeiten ohne öffentliche Kampagne? Never ever. Vielleicht möchten Sie auch noch reagieren, Herr Kannengießer. Also mir ging es im Wesentlichen um folgenden Aspekt, gar nicht darum, einen Gegensatz zwischen der Verwirklichung von Menschenrechten und internationalen Direktinvestitionen herzustellen. Im Gegenteil. Ich bestreite nur, dass Investitionen, Bestandsinvestitionen deutscher Mittelständler und deutscher Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent oder zukünftige, möglicherweise verstärkte deutsche Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent im Konflikt zur Verwirklichung der Menschenrechte vor Ort stehen. Wir haben unendlich viele, und sie sind mit Händen zu greifen und oft zu beobachten, Probleme mit Menschenrechten überall auf der Welt, unter anderem auch in Afrika. Und es ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass natürlich auch wirtschaftliche Prozesse bisweilen zur Verletzung von Menschenrechten führen. Ich bin allerdings relativ selbstbewusst in Bezug auf jedenfalls meine Mitgliedschaft, die Ambitionen meiner Mitgliedschaft in Bezug auf das Einhalten von Standards. Ich habe das vorhin gesagt. Und ich bin im Übrigen mit Nachdruck der Auffassung, dass in den Schwellen- und Entwicklungsländern, in denen Regierungen sich am intensivsten um die Einhaltung von menschenrechtlichen, sozialen und ökologischen Standards bemühen, die deutschen Unternehmen am liebsten investieren. So. Also es gibt diesen negativen Zusammenhang zwischen der Verwirklichung von Menschenrechten, von demokratischer Partizipation, von ökologischen Standards und Direktinvestitionen, jedenfalls aus unserem Land, aus meiner Sicht überhaupt nicht, sondern es gibt eher einen positiven Zusammenhang zwischen beidem. Und deshalb halte ich es für zumindest diskussionswürdig,
wenn diejenigen, die es sich auf die Fahnen schreiben, die der Verwirklichung von Menschenrechten auf dem afrikanischen Kontinent einen Dienst erweisen zu wollen, als eine sozusagen ihrer Hauptbetätigungsfelder nun ausgerechnet das wirtschaftliche Engagement deutscher Unternehmen auf diesem Kontinent ins Auge fassen. So, das ist der eine Aspekt, den ich kurz anführen wollte. Der andere bezieht sich auf das Thema China und Frankreich, das hier vorhin angesprochen worden ist. Einer der Gründe, warum unsere Partner auf dem afrikanischen Kontinent sich in besonderer Weise darum bemühen, dass die Deutschen sich mehr engagieren, sind ja Erfahrungen auch mit unseren französischen Nachbarn und auch mit unseren chinesischen Partnern. Und viele sagen, die Deutschen sind möglicherweise dazu in der Lage, hier auch auf diesem Kontinent im Hinblick auf kooperative Zusammenarbeit mit den Afrikanern andere Standards zu setzen, neue Standards zu setzen. Und das ist eine Erfahrung, die sie gesammelt haben, zum Beispiel auch in der Kooperation mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Ich gehöre überhaupt nicht zu denjenigen, die ununterbrochen meinen, man müsse EZ-Bashing betreiben oder die deutschen Entwicklungsinstitutionen in irgendeine Ecke stellen, so nach dem Motto, die haben alle überhaupt nichts erreicht. Sie haben beispielsweise einen großen Beitrag dazu geleistet, dass unser Land und damit auch unsere Unternehmen auf diesem Kontinent einen ausgesprochen guten Ruf haben. Aber ich glaube eben zu Recht. Ja, ich will mal mitmachen in diesem positiven Miteinander. Aber was, Herr Kabore, bitte fassen Sie sich kurz, ich damit wir auch kurz, noch und Zuschauer zwar, fragen können. Gute Praxis eines deutschen kleinen bzw. mittelständischen Unternehmens, worauf es da ankommt, Stichwort Zugang zu Kreditgewährung für ländliche Entwicklung. Und zwar möchte ich hier die Firma Inensus anmerken, die es gibt, müssen wir uns klar sein, sehr wenig wissen noch, wie Kredite angeboten werden sollen oder ausgestaltet werden, damit sie genutzt werden. Ich glaube nicht, dass der Zugang an sich das Problem ist, sondern die Ausgestaltung. Besonders im ländlichen Bereich denken die Leute in anderen Zeiträumen, oft in Erntezeiträumen. Und wenn man Kreditausgestaltung so anlegt, dass man die Entscheidung hat, aus dem Vertrag rauszugehen, an 2 Jahre, also an Übererntezeiten ausgestaltet, machen viele Leute nicht mit. Und oft ist die Kommunikationshaltung generalisiert in afrikanischen Staaten eine, dass man nicht alles sagt, was man denkt. Und dieses Beispiel Inensus oder auch Zanzilla ist darauf eingegangen. Es hat ein Dorfstromkomitee gegeben. Und übrigens ist dieses Beispiel in Senegal jetzt hat total die Mode gemacht. 30 Dörfer haben sich nach diesem Pilotprojekt entschieden, genau dasselbe zu machen. Und zwar wurde die Kreditvertragszeit reduziert von 2 Jahren, mit 2 Jahren hat es nicht funktioniert, auf ein halbes Jahr. Und zack, haben viele gesagt, dieses Risiko kann ich eingehen, das kann ich tragen. Wenn meine Ernte platt ist, kann ich zumindest, oder nicht kann ich, ist das Risiko kleiner. Das sind solche soziologischen Vorkenntnisse, die es wichtig ist. Selbstverständlich, klar, bin ich voll bei Ihnen. Ein klein- und mittelständisches Unternehmen hat nicht die Zeit, nicht die Kapazitäten, Märkte zu entwickeln. Aber dieser Marshallplan könnte diese Rahmenbedingungen, diese Kenntnisse für eine bessere Kooperation und für bessere Ergebnisse erschließen. Danke. Susanne, du hast das Mikrofon schon. Ja, okay, mein Name ist Neubert SLE. Ich hätte eine Frage an Herrn Kannengießer und dann nochmal zum Collateral und Kreditaufnahme. Das erste bezieht sich auf Arbeitsplatzbeschaffung. Also ich würde mit Ihnen gehen, wenn man sagt, okay, da werden wirklich relevante Arbeitsplatzzahlen entstehen, und habe jetzt zufällig gestern in Arte eine Sendung gesehen, wie ist es denn mit den Privatinvestitionen in Afrika? Wie viele Arbeitsplätze entstehen denn? Und da wurde auch diese Ölplantage genannt, vielleicht ist es auch eine andere in Sambia, wo man erstmal Grundwasserabsenkungen machen musste, um die überhaupt zu erstellen. Das zum Thema Nachhaltigkeit, das ist halt schon ein Problem. Es wurde ein Zaun um diese Plantage gesetzt zum Thema Menschenrechte. Da konnten die Leute nicht mehr durch, um ihre Dispensaire, also oder die Gesundheitsstation zu erreichen. Und dann wurden eben statt den versprochenen 1.300 Arbeitsplätzen nur 100 geschaffen.
Das ist natürlich eine riesige Frustration von der Bevölkerung drumherum, die natürlich ihr Landnutzungsrecht wurde nicht berücksichtigt dabei und die ja angewiesen sind auf diese Arbeitsplätze, die eben nicht entstanden sind. Und ich denke, wenn wir viele solche Beispiele haben, dann wird es ganz, ganz schwer, das irgendwie zu legitimieren, was man da macht. Also ich zumindest nach dieser Sendung und nach diesen vielen Beispielen, die da aufgeführt wurde, war sehr deprimiert, weil ich den Eindruck hatte, solche Initiativen, die schaffen nicht diese Anzahl Arbeitskräfte aufgrund von Digitalisierung, Mechanisierung, Kapitalintensität und vielen anderen Faktoren, die es eigentlich nötig hätte, damit man sagen könnte, super, da wird eine relevante Anzahl von Arbeitsplätzen geschaffen, wie vielleicht die Rosenindustrie in Kenia das noch geschafft hat. Würde ich sagen, da gibt es eine relevante Anzahl. Aber jetzt in vielen anderen Beispielen eben nicht. Und da nochmal die Frage an Sie, ist das denn wirklich ein Motiv, dass man Arbeitsintensität schafft, die produktiv ist, aber die auch wirklich Arbeitsplätze schafft? Jetzt zum Thema Kreditaufnahme, da würde ich noch was anderes ergänzen. Es geht nicht nur um die Aufnahme as such und die hohen Zinsen, die natürlich bei landwirtschaftlichen Investitionen von Kleinbauern 35% per month teilweise sind, also nicht zu bezahlen, sondern eben auch um das Collateral. Und da würde ich sagen, warum wird hier so hochgepriesen Privatbesitz von Land? Ich habe es sehr viele Jahrzehnte gesehen, dass es sehr gut gelaufen ist mit Landnutzungsrechten, die eben auch nicht einfach missachtet werden wurden. Und erst ab dem Zeitpunkt hat man gesagt, okay, man braucht verbriefte Rechte als Privatinvestitionen, diese Nutzungsrechte gar nicht mehr akzeptiert haben. Also ich würde sagen, Landnutzungsrechte können, wenn sie in bestimmter Hinsicht ausgestaltet sind, sehr gut funktionieren, auch mit Durchzugsrechten von Pastoralisten zum Beispiel. Und es geht nicht um ein Collateral, das Land ist. Ich bin froh, dass nicht heute alle Banken das Land besitzen, was als Collateral zur Disposition steht, sondern es geht um die Begleitung von Managementplänen, die diese Investitionen absichern können. Wenn Kleinbauern Managementpläne entwickeln, begleitet von mir aus kreditgebenden Banken, und dann können sie Sachen realisieren und dann ist das so gut wie ein Collateral. Und ich möchte nicht, dass das Land als Collateral zur Disposition steht. Herr Kamisa, das Wort gehört Ihnen. Also nochmal, wie afrikanische Länder das Thema Eigentum an Grund und Boden regeln, müssen die afrikanischen Länder selbst entscheiden. Und danach wird scheues Kapital die Frage entscheiden, sind sie bereit, in dem Bereich zu investieren oder sein zu lassen. Ich persönlich würde mein Haus nicht auf einer Scholle bauen, die nicht mein Eigentum ist. Und ich glaube, dass jedenfalls das allenthalben relativ vielen Menschen so geht. Aber nochmal, es gibt sicherlich unterschiedliche Wege und Mittel. So, dann zu dem Beispiel Sambia. Meine Empfehlung wäre, dass Sie das Thema wirklich diskutieren mit Amateuren, die hier in Berlin sitzen. Herr Bruhn ist ein ausgesprochen diskussionsfreudiger Mensch. Möglicherweise wird er Ihnen auch den einen oder anderen Aspekt erläutern können zu der Frage, was sich da in Sambia eigentlich konkret in seiner Firma abspielt. Ich kann Ihnen dazu nicht wirklich en Detail und wirklich belastbar antworten. Darum geht es übrigens auch in aller Regel nicht bei den Firmen, die ich vertrete, sondern da geht es um Investitionen, in aller Regel in industrielle Wertschöpfung. Also ist Investition beispielsweise der deutschen Automobilindustrie in Südafrika, die dort bei 180.000 Arbeitsplätze direkt schafft, mit erheblichen indirekten Beschäftigungsfolgen. Und die südafrikanische Regierung, demokratisch gewählt, gibt und wirft ununterbrochen neue Programme aus, um die deutsche und die europäische Automobilindustrie erstens im Land zu halten und zweitens auch zu Erweiterungs- und Modernisierungsinvestitionen anzureizen, übrigens auch mit Erfolg. Und zwar unter anderem deshalb, weil sie davon überzeugt sind, dass die deutschen Automobilindustrieunternehmen für
südafrikanische Arbeitnehmer gute Arbeitsplätze schaffen, dort eine erhebliche Investments in die berufliche Ausbildung leisten und so weiter. Und zwar Beschäftigung für Mittelständler im Zulieferbereich im Eigentum von Südafrikanern schaffen und so weiter. Oder dieses Land mit den zweithöchsten Zahl deutscher Direktinvestitionen in Tunesien, wo deutsche Unternehmen etwa 70.000 Arbeitsplätze schaffen, im Automobilzulieferbereich, Drexelmeier, Leoni, im Logistikbereich, Meyer und Meyer oder im Bereich der Textilindustrie. Wenn Sie mit der tunesischen Regierung sprechen, dann sagen Sie, das sind in unserem Land die begehrtesten und beliebtesten Arbeitgeber, weil sie anständige Löhne bezahlen, weil sie vernünftige Arbeitsbedingungen gewährleisten, weil sie so wirtschaften, dass man sich nachhaltig darauf verlassen kann, dass ich auch morgen meinen Arbeitsplatz noch habe. So, und jetzt die Frage, wie kriegen wir es hin, dass beispielsweise Bosch in Zukunft Power Tools, also Elektro-Kleingeräte für den afrikanischen Markt beispielsweise im Senegal oder an der Côte d'Ivoire produziert. Bereich der Lebensmittelproduktion angesprochen worden ist, tatsächlich die Wertschöpfung rund um die Verarbeitung von Schokolade oder Kakao nicht mehr in Europa stattfindet, sondern vor Ort, was natürlich mit erheblichen Vorteilen verbunden ist. Zum Beispiel mit aus Deutschland gelieferten Maschinen, was gleichzeitig auch hier Arbeitsplätze schaffen. Solche Wertschöpfungsprozesse in Gang zu setzen, ich glaube, das ist das Thema, um das es in Zukunft gehen wird. Deutsche Unternehmen, die im großen Stil in Afrika Land kaufen, um dort landwirtschaftliche Produktion hochzuziehen, gibt es ja faktisch überhaupt gar nicht. Es gibt in diesem Umfeld, mir bekannt, ein relativ großes Unternehmen und ein ganz kleines, das mit einer mittelständischen, kleinen, im Wesentlichen lokal geführten Farm in Äthiopien unterwegs ist. Und das war es im Wesentlichen. Das ist nicht unsere, so ist ja auch unsere Landwirtschaft überhaupt nicht aufgestellt. Wir haben diese Art von Firmen nicht. Die kommen in der Tat dann auch ganz überwiegend aus anderen Ländern. Und da möge man sich dann in diesen Ländern mit der Frage auseinandersetzen. Ich glaube, das ist nicht die Diskussion, die wir hier in Deutschland führen müssen. Vielen Dank. Herr Oswald, Sie wollten direkt darauf reagieren. Ja, ich wollte auch auf der zur Frage zwei, drei Bemerkungen machen. Also Kredit, Collateral, ich glaube, das hängt immer sehr stark vom jeweiligen Fall ab. Ich meine, Herr Diallo sagte ja auch, also es gibt Leute, die haben Interesse an kurzfristigen Finanzierungen. Es gibt Leute, die haben Interesse an langfristigen Finanzierungen. Ich glaube, wichtig ist einfach die Umsetzung des Begriffes fristenkongruent. Ja, dass also, Angebote gemacht werden, die entsprechend besichert sind. Wie man die besichert, was für die Bank in Ordnung ist, muss man halt jetzt irgendwie sehen. Ob da unser Modell das geeignete ist oder anderes, muss man in dem spezifischen Fall einfach sehen. Also verschenken wird da keine Bank das Geld, ist auch klar. Aber da müssen wir einfach sehr klare Modelle finden. Nachhaltigkeit. Also kurze Bemerkung zu dem Film, den ich leider nicht sehen konnte, aber wo ich natürlich die Vorberichterstattung intensiv verfolgt habe. Also meine Beobachtung ist, natürlich ist da auch viel Wahres dran, aber es ist nicht alles vermutlich wahr. Und deswegen kann ich die Anregung von Herrn Kanne-Gieser nur unterstützen. Man muss das, glaube ich, nochmal im Detail mit den Firmen. Ich glaube, das Beispiel, was Herr Diallo genannt hatte, da kannte ich auch eine andere Seite der Story. Da muss man halt sehen. Ich glaube, wichtig ist für uns alle, dass eben halt die Dinge, die Vertragsbestandteil sind, auch eingehalten werden. Und das muss man halt, glaube ich, auch nochmal so weit gehen. Da arbeiten wir auch dran. Wir hatten es jetzt am Beispiel mit EITI und den Rohstoffen gehabt. Vielleicht kann man auch in diesem Hinblick auf Stärkung der Verhandlungskapazität von Dorfgemeinschaften bei solchen Kooperationen unsererseits auch Unterstützung geben. Aber ansonsten gilt auch immer, ich kann immer nur jedem empfehlen, es gibt ein schönes Buch zu diesem Thema. Das heißt, Die Logik des Misslingens
von Professor Dörner kann ich jedem nur ans Herz legen, der in diesem Bereich tätig ist, weil da die Quintessenz drin steht, man muss sehr viele fragen und nicht viele Dinge annehmen, sonst endet es mitunter so, wie der Diallo mit den Ölpalmen genannt hat. Gibt es auch andere schöne Beispiele. Vielen Dank, Herr Oswald. Es bleibt noch Zeit für eine letzte Frage. Oder zwei kurze. Dort hinten in dem linken Block, die Dame hat sich schon länger gemeldet. Ja, ja, ich bin Caroline Spreck, ich studiere Ethnologie und Germanistik. Und also meine Frage ist, ganz am Anfang, als uns die Referenten vorgestellt wurden, da war auch Bestandteil von Herr Diallos Position, dass in dem Marshallplan auch neokoloniale Strukturen irgendwo fortgesetzt werden. Und das ist eine Frage, die mir ein bisschen zu kurz gekommen ist während der ganzen Diskussion. Weil es ist ja nicht so, als wäre Afrika jetzt ein per se armer Kontinent und wir haben nur noch nicht die richtige Lösung gefunden, um dem zu helfen. Sondern das ist ja auch historisch entstanden und gewachsen und das sind ja auch Abhängigkeitsverhältnisse, die sich bis heute fortsetzen und die real bestehen. Und da wäre meine Frage jetzt an Herrn Diallo, mit welcher Begründung er halt gesagt hat, dass der Marshallplan diese Strukturen fortsetzt, beziehungsweise auch an den Herrn Oswald, inwiefern der Marshallplan vielleicht versucht, entgegenzuwirken gegen die bestehenden Abhängigkeiten. Vielen Dank, Herr Diallo. Ja, ich werde mich wiederholen halt. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Ich will es nochmal sagen, koloniale Ausrichtung des Ganzen springt mich aus so vielen Absätzen oder Haltung, die ich dort entdecke, an. Das Ding ist ganz einfach, wie nennt man dieses Sprichwort, den Teufel mit dem Belzebub austreiben, überspitzt, sage ich jetzt natürlich, kann ich hier entdecken. Also, es gibt einfach für die aktuelle Situation, in der sich afrikanische Wirtschaftsräume befinden, nicht nur afrikanische Ursachen, sondern auch historisch gewachsene Kontexte. So. Und es gibt schon Paradigmenwechsel, besonders aus der Perspektive, dass sich verschiedene Akteure oder Regionen oder Nationen jetzt anbieten als Partner. Stichwort China, Türkei wurde genannt, wo es keine kolonialen oder weniger koloniale Kontexte gibt. Und wo man auch weniger darüber spricht oder das einfach weniger Teil ist. So, einfach sich dessen bewusst machen, also besonders gerichtet an Frankreich, vielleicht weniger an Deutschland, aber dieses auf jeden Fall anzusprechen, das ist jetzt natürlich nicht Aufgabe eines kleinen und mittelständischen Unternehmens, sich über Kolonialismus bewusst zu machen oder einen Kurs in Antirassismus zu machen. Es geht um den Rahmen. Es geht um das anzuprangern oder das zu reduzieren, was gerade passiert. Ich meine, hey, es ist richtig, es verlassen nicht nur, oder ganz besonders verlassen Kompetenzträger den Kontinent bei uns. Aber warum ist das so? Und ich sehe in dem Marshallplan kein Statement dazu. Ich sehe in dem Marshallplan nicht eine Positionierung, ein Bekenntnis dazu, sich eben nicht so zu verhalten. Es ist auch nicht wirklich Thema davon. Ja, und insofern könnte man, weil das wird in vielen Diskurskreisen auf dem afrikanischen Kontinent in Fachkreisen diskutiert, man könnte so viel, viel, viel mehr Kooperation wecken und Motivation mitzumachen. Es wird schon sehr, sehr stark vermutet, wenn Europäer sich auf Afrika zubewegen, von der kritischen, jungen, studentischen Akteurskreisen, die in Zukunft unsere Diskussionspartner sein werden, gibt es schon diesen Vorwurf. Also ich würde den Marshallplan erweitern um dieses Kapitel und um diese Haltung. Herr Oswald, auch Ihre Stellungnahme war gefragt. Gut, das gibt mir im Augenblick natürlich nur mal die Gelegenheit, Herr Diallo, auf einen Punkt, den Sie in der letzten Runde gesagt haben, nach dem Motto, wir kümmern uns nicht um die Diaspora. Das ist zum Beispiel so, nächste Woche findet am 16. der BMZ-Afrika-Tag statt. Da ist das einzige Thema, was da auf der Tagesordnung steht, Diaspora.
Also von der Seite war auch jetzt, es ist völlig richtig, dass der Diskussionsaufschlag, den wir gemacht haben, nicht in jedem zweiten Absatz die Diaspora erwähnt. Aber ich glaube, der Bezug zur Diaspora steht, glaube ich, schon drin. Und genauso steht natürlich drin der Kernsatz, Perspektiven vor Ort zu schaffen. Was natürlich auch darum geht, dass wenn der Herr Caboret mit seinem Doktor fertig ist, auch eine Perspektive hat, da wo er ursprünglich herkommt, natürlich auch einen Arbeitsplatz zu finden. Man kann das natürlich so machen wie damals mit der OMVS, Senegal, Mali, Mauretanien, dass man dann eine Verwaltungsstruktur schafft für die Jeunes Diplomés, die dann teilweise auch doppelt und dreifach strukturiert haben. Das ist, glaube ich, sicher nicht das Sinnvolle. Der Punkt neokolonial, Sie haben ja diese Frage gestellt, also sicher ist das aus unserer Perspektive, wir sehen also die Agenda 2063, zu der dieser Plan oder dieser Diskussionsaufschlag einen Ball nicht unbedingt als ein neokoloniales Design der Afrikaner. Ich glaube auch, das wurde auch in der Diskussion deutlich, Deutschland hat zumindest mal das Glück, relativ früh die Kolonien verloren zu haben. Deswegen werden wir auch in Afrika durchaus auch als ein ehrlicher Makler gesehen, auch schon, weil wir nicht die Letzten waren und auch nicht in so vielen Ländern tätig waren. Aber also ganz sicher ist die Absicht des BMZ und meines Ministers keine neokoloniale Absicht gewesen. Und gut, vielleicht sollte es dazu das gewesen sein. Sorry, ganz kurz, also weil das ist ein bisschen viel für mich gerade. Ich will nur an den anderen Clip von Herrn Gerd Müller der mit den 100 Dollar und den afrikanischen Männern, nicht wahr? Also ich glaube, dass es ein generelles, globales Thema ist, was überall reingehört, weil die Welt heute ohne Kolonialismus anders wäre. Und Entschuldigung, muss ich sagen, Sie haben recht. Ich habe mich jetzt hier ungerechterweise das Mikro geschnappt, aber es hat einfach in mir gebrodelt. An dieser Stelle würde ich gerne zum Abschluss unserer Diskussion kommen, allerdings nicht mit diesen Worten, sondern ich möchte unsere Podiumsgäste einladen zu einer Zeitreise. Wir befinden uns im Jahr 2063, die Zielmarke der Agenda der Afrikanischen Union ist erreicht. Wie sieht es aus, The Africa We Want, und was konnte der Marshallplan dazu beitragen? Ich bitte Sie, Frau Schäfer-Preuß, mit Ihrem Statement zu beginnen. Das ist eine lange Reise. Das sind fast zwei Menschengenerationen weiter. Und wenn man jetzt überlegt, if I had a dream, wenn das starke Bevölkerungswachstum reduziert werden könne oder stabilisiert werden könne, wenn die Effekte des Klimawandels nicht so wären, wie sie sind, wenn Wasser nicht immer knapper würde und wenn all die Instrumente, die wir haben, zusammen mit unseren Partnern gut eingesetzt würden. Ich habe ein Beispiel, was ich gerne hier noch einbringen möchte. Das ist die AAA-Initiative der marokkanischen Regierung in Marrakesch vorgelegt für COP22, von der AU angenommen. Es geht um die Adaptation of African Agriculture in the Context of Climate Change. Das Potenzial der afrikanischen Landwirtschaft ist so enorm groß, wenn da die richtigen Investitionen, privat und öffentlich, mit den entsprechenden Rahmenbedingungen durch die afrikanischen Länder, die dieses Konzept unterstützen, es wird jetzt bei dem Pre-COP in Bonn vorgestellt werden, zusammen mit den Partnern des Westens, des Ostens und überall her zu einem
guten Produkt kämen, dann hätten wir eine wunderbare Welt, das wäre das Paradies auf Erden. Aber ich meine, das sind so viele Dinge, die da zusammenkommen müssen. Aber es gibt afrikanische Konzepte, darauf möchte ich hinaus, die einen Beitrag leisten können, um das, worüber wir uns hier so unheimlich den Kopf zerbrechen, die Entwicklung in Afrika vorantreiben können, um dann auch die Migrationsfragen hopefully ein wenig zu ändern bzw. hoffentlich zu lösen, sodass wir ein stabiles Umfeld haben, in dem wir alle da noch leben können. Ob das gelingt, liegt an uns, an den Kindern. Deswegen müssen wir und der Jugend, müssen wir die Jugend einbeziehen, das, was wir jetzt machen, und mit ihnen sprechen. Asiatische Entwicklungsbank hat das jetzt gerade gemacht in ihrer Jahresversammlung. Die haben die Jugend mit an Bord bei den Diskussionen, wie Projekte aussehen sollen. Haben wir hier überhaupt nicht diskutiert. Kurzum, es gibt eine Menge, aber ich bin als entwicklungspolitisch tätige Frau optimistisch, dass wir 2063 The Africa We Want haben. Denn wir sitzen alle in einem Boot und müssen entsprechend dazu beitragen. Danke. Dankeschön. Herr Diallo, Sie als nächstes. Ja, wir befinden uns im Jahr 2063. Und es sind 10 afrikanische Schlüsselstaaten als Partner gewonnen worden, weil sie genug teilgenommen haben, partizipiert haben, sowohl zivilgesellschaftliche Akteure an dem neuen Plan, den Thomas Sankara-Plan für die Entwicklung Afrikas. Und zwar sind dort besonders politische Bildungs- und Demokratisierungsförderungsprogramme haben die wirtschaftliche Entwicklung begleitet. Es sind besonders zirkuläre Ausbildungsprogramme, um sie nicht Migrationsprogramme zu nennen, gefördert für Wissens- und Know-how-Transfer, aber für Wissens- und Know-how-Transfer in beide Richtungen. Es haben sich besonders im ländlichen Bereich Social Business Inseln entwickelt, die nachhaltig ausgestaltet sind. Und es findet jedes Jahr ein gemeinsamer Riesenkongress für die Aufarbeitung kolonialer Kontinuitäten auf beiden Seiten statt und ist Teil auch von zukünftigen Partnerschaften immer begleitet. So ungefähr. Vielen Dank. Herr Kannengießer, ich bin gespannt auf Ihren Blick aus der Zukunft. Im Jahr 2063 werden die modernsten, dynamischsten und jüngsten Volkswirtschaften dem afrikanischen Kontinent sein. Und ich bin der 100-Jährige, der aus dem Fenster seines Altersheims steigt, um zu einer Konferenz zu fahren, wo sich Afrikaner über die Frage unterhalten, wie sie es hinbekommen, dass die langsam alt und undynamisch gewordenen Europäer noch Schritt halten können. Vielen Dank. Frau Sanholz-Weinhardt, was sehen Sie? Ja, in der Vision, die ich gerne sehen würde, sehen wir 2063, dass die Menschen, die unser Essen anbauen, nicht mehr hungern, dass alle Menschen eine Stimme haben, wenn es darum geht, die Regeln ihres Zusammenlebens zu gestalten, dass Mädchen und jungen Frauen und Männer dieselben Chancen haben. In der Realität glaube ich, der Kontinent wird so divers sein in allen Dimensionen, dass es schon falsch wäre, eine Beschreibung des Zustandes afrikanischer Gesellschaften zu starten mit Afrika ist so und so. Und der Beitrag des Marshallplans wurde bis jetzt gar nicht so genannt. Ich denke, darüber können sich dann die Historiker streiten, sofern sie sich noch erinnern. Und zu guter Letzt bitte Ihr Blick aus der Zukunft, Herr Oswald. Ja, in 2063 wird die Situation so sein, dass ein nicht unwesentlicher Teil unserer afrikanischen Partner tatsächlich die Agenda 2063 ernst genommen hat und sie umgesetzt hat, dass diejenigen, die es nicht getan haben, im Rahmen der AU mitleidig angeguckt werden und zu sagen, also ihr habt es immer noch nicht verstanden, wohin wir wollten im Jahre 2015.
Und ich werde, wenn ich noch leben sollte, vermutlich meinen Altersruhesitz nach Afrika verlegen, weil es da besser ist als hier. Vielen Dank. Braucht Afrika einen Marshallplan? Das ist die Frage, mit der wir uns heute auseinandergesetzt haben. Ich freue mich total darüber, dass wir wirklich eine sehr spannende Diskussion hatten und viele verschiedene Aspekte gehört haben. Vielleicht brauchen wir auch mehr Kommunikation, die Einbeziehung noch von mehr Gesellschaftsgruppen und auch den ein oder anderen Schlagaustausch in der Zukunft. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Sprechern und Sprecherinnen hier auf dem Podium bedanken. Vielen Dank, dass Sie hier waren und dass Sie uns die interessanten Einblicke geben konnten. Und ich möchte mich bei der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Seminar für ländliche Entwicklung bedanken und bei unseren Teammitgliedern. Und einen ganz besonderen Dank natürlich auch an Sie hier, das Publikum, und alle, die uns per Livestream verfolgt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann